Am Wort ist Magister Bettina Rausch-Amon. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen und werte Zuseherinnen und Zuseher zu später Stunde. Wie schon gehört, vielleicht einmal auch noch in aller Sachlichkeit, worum es hier geht. Mit dem Gesetzesbeschluss machen wir zwei Dinge. Wir vereinfachen die Arbeit der Hochschülerinnen und Hochschülerschaft mit einer Neuregelung der Verteilung der Studierendenbeiträge. Diese bisherigen Verteilungsschlüssel werden angepasst und, das ist schon mehrfach gesagt worden, wir professionalisieren die Arbeit auch, indem wir Wirtschaftsreferentinnen und Wirtschaftsreferenten auch unterstützen, ihre Arbeit besser machen zu können, weil die Themen durchaus komplex sind und auch es eine Menge Geld ist, die die Hochschülerschaft auch zu verwalten hat. Wenn die Hochschulschaft professionell und ordentlich arbeitet, so hat auch meine Vorrednerin gesagt, dann kann das dazu beitragen, dass die Akzeptanz, auch die Wertschätzung, die Wichtigkeit steigt der Hochschulschaft, auch bei den Studierenden. Und das betrachten wir ja auch mit Sorge, die geringe Wahlbeteiligung, diese Wahlbeteiligung auch wieder steigt. Aus geringen Wahlbeteiligung aber jetzt abzuleiten, dass man die Hochschülerschaft eventuell gleich abschaffen sollte oder, wie der Antrag des Kollegen Graf sagt, eine Opt-out-Möglichkeit auch schafft, das halte ich nicht für richtig. Ich halte ein Opt-out, ein Aussteigen aus demokratischen Prozessen, aus einer Selbstverwaltung, aus einer Interessensvertretung nicht für sinnvoll. Sie ist eine demokratische Errungenschaft. Sie ermöglicht jungen Menschen lebensnah ihre Interessen hier einzubringen und die Beispiele, die hier vorgetragen sind, klingen natürlich so, wie Sie sie schildern, sehr abenteuerlich, aber ich möchte das schon ein Stück weit auch demokratiepolitisch insofern ins rechte Licht rücken, als Sie zum einen eine spezifische Hochschule erwähnt haben, in der die Mehrheitsverhältnisse besonders einseitig sind, die Uni Wien, da auch aber alle anderen zu diskreditieren, die ordentliche Vertretungsarbeit machen, Universitäten außerhalb Wiens oder an anderen Standorten in Wien, finde ich mal nicht okay. Und für die möchte ich hier auch mal eine Lanze brechen. Da wird viel wertvolle Arbeit in der Hochschülerschaft auch geleistet. Darüber hinaus muss man auch anerkennen, ich meine, passt mir alles, was Sie hier vorgetragen haben? Ist es meine politische Gesinnung und Werthaltung? Nein. Bin ich deshalb für Zensur, die vom Minister über die Studierenden verhängt wird? Auch ein sehr klares Nein, denn es sind demokratisch gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die hier ein Programm machen, das offensichtlich von der Mehrheit der, ja, kann man sagen, wenigen, die gewählt haben, unterstützt wird. Alle Studierenden haben die Möglichkeit, auch die, die offensichtlich so zahlreich ihre Gesinnung vertreten, diese Mehrheitsverhältnisse zu ändern. Das ermöglicht Demokratie. Und ich halte, wie gesagt, ein Opt-out aus der Demokratie für gefährlich. Und dann können wir uns gern darüber unterhalten, wer hier die Staatsverweigerer sind. Ich glaube, das ist ebenso auch gefährlich und nicht gut für demokratische Prozesse. Nochmal möchte ich sagen, wir hoffen, dass die Mittel, die aufgewendet werden, tatsächlich und die hier die Studentenvertretung fließen, tatsächlich auch gut investiert werden in Service und Vertretung. Das haben sich die Studierenden auch verdient. Und wir haben die Studierenden auch, wenn Sie heute dem Finanzminister gelauscht haben, auch gut bedacht im Budget. Wir haben an die Unis, an die FHs auch insgesamt 28,9 Milliarden vorzuschicken mit dem Budget, 16 Milliarden Euro für die Unis, ein Rekordwert und klares Signal für den hohen Stellenwert der Wissenschaft in dieser Regierung. Das kommt den Studierenden auch direkt zugute. Auch die Fachhochschulen erhalten eine Budgeterhöhung. Und wir haben die Studienbeihilfe valorisiert, wie heute schon gesagt. Alles Themen, die auch der Studierendenvertretung wichtig waren, die Eingang ins Budget gefunden haben. Und somit denke ich auch ein Beleg dafür, dass Interessensvertretung sich auszahlt. Vielleicht noch ein Wort, weil mir das schon noch wichtig ist. Heute ist mehrmals so gesagt worden, dass Studierende arbeiten müssen, um sich ihr Studium zu finanzieren. Zum einen, Kollegin Blimlinger hat gesagt, mit Indexierung machen wir möglich, dass Lebenshaltungskosten gedeckt werden. Aber ich finde, irgendwie darzustellen, dass Arbeit und in der eigenen oder vielleicht sogar in einer fremden Branche Erfahrung zu erwerben während des Studiums, da etwas auch beizutragen, dass das grundsätzlich schlecht ist, das möchte ich hier mal in Frage stellen. Klar kann das herausfordernd sein, ja, es kann auch anstrengend sein. Mitunter ist es manchmal nicht ganz dienlich für den Studienerfolg. Das ist immer eine persönliche Abwägung, die man hier auch treffen muss. Aber ich halte es grundsätzlich gut und ich glaube auch viele im Raum haben diese Erfahrung gemacht oder machen sie mit ihren Kindern und Enkelkindern. Und ich glaube, das ist auch ganz okay, dass es das gibt und dass das möglich ist. Letztendlich möchte
möchte ich sagen, die Themen sind, bleiben weiterhin komplex. Wichtig ist, glaube ich, dass die Studierendenvertretung und alle, die hier tätig sind, miteinander im Gespräch bleiben, dass es eine gute und konstruktive Gesprächsbasis auch mit dem Minister gibt. Die gibt es. Wir stehen hier an der Seite der Studierenden, der Wissenschaft, der Fachhochschulen und Unis. Und das belegen wir nicht nur mit dem heutigen Beschluss, sondern auch mit dem Budget, das in Verhandlung steht. Vielen Dank.